Freundinnen jetzt bei uns von der linken Fraktion, ist einige Abgeordnete hier, sogar von München, möchte der Herr Hasselberg einen Redebeitrag hier halten, der gerade auch die Lage hinter euch, jetzt in den Gebäuden, wird darüber geredet, was das Geschehen in Afrin ist, wird darüber er uns berichten. Vielen, vielen Dank. Zuerst, ich darf mich vorstellen, Franz Hasselbeck von der Linken in München und auch vom Anti-Siko-Bündnis in München, wo wir gemeinsam mit ganz vielen kurdischen Freunden gemeinsam demonstriert haben, im Übrigen auch in eurem Sinne einen Gerichtsprozess führen gegen das Verbot des Zeigens von Jeppige und jeppische Fahnen und weiteren Symbolen und Emblemen. Da prozessieren wir vor Gericht. Wir glauben zwar nicht, dass sich das gewinnen lässt, aber wir machen es trotzdem gemeinsam mit unseren kurdischen Freunden in München. Und wir sind auch extrem erbost darüber, dass man im Grunde der gesamten kurdischen Gemeinde in Deutschland die Grundrechte entzieht, sie nicht mehr demonstrieren lässt, ihnen das Nevros-Fest in Hannover nicht zulassen wollte. Ich freue mich sehr, dass es trotzdem geklappt hat, mit Unterstützung auch von Mitgliedern meiner eigenen Partei. Und ich wollte euch noch kurz berichten, hinter euch im Bundestag ist gerade darüber diskutiert worden, debattiert worden, ihr wisst ja Bescheid. Alle Fraktionen haben den Angriffskrieg der Türkei auf Afrin als völkerrechtswidrig verurteilt. Dieses Urteil hat sich der türkische Botschafter selbst abgeholt. Der war sicherlich nicht begeistert, aber da waren sie noch alle einig. Trotzdem hat der Vertreter der Bundesregierung, der Redner der CDU, alle Anträge der Opposition abgelehnt. Trotzdem. Tja, so viel zur Bundesregierung. Aber die Linke steht hinter euch und wir sind solidarisch mit euch. Dankeschön. Internationale Solidarität! Vor die internationale Solidarität! Şevherim milletvekili parti güçten CDU SPD Die Linke güç antapara toplantıdan yani Civine'dan Civine Avrasya Afrin'e Şer Afrin'e Servi Ahaftı'nın tabi ki fraksiyon yani milletvekili her partiye güçtük diyeceğim ki baya yok ki yani baya insan hakları yani insan hukukun baya savaş şeklinde başı hani ama mesajı devleti bana hani iki eve karar edin, papar edersin ve dengelerine kısın. Yani Ankara ister Afrin'i de haklı tabii bana. Koçlu, Finansiye, Erdoğan, Bambaye, Koçlu, Banza, Rauz, Kurdistan, Koçlu, Banza, Rauz, Afrin.